Moin Leute, Sky hier, willkommen zurück ins Café. Ich habe was vergessen, ich muss nochmal zurück. Ich habe zum Glück nochmal nachgelesen. Was ganz, ganz Wichtiges. Oh nein, Gegner. Carbonreifen nochmal klauen? Nö. Komm. Rauf, rauf. Ich versuch's trotzdem nochmal, aber... Angriff. Und mit Spielen, ja, ist gut. Machen wir jetzt einfach mal platt hier. Ah, also ich kann zwar ruhig nochmal versuchen. Warte mal, habe ich hier. Ich habe gar keine Heilung. Scar muss immer heilen. Und zwar sich selber am besten. Los, Aris, klau, klau! Klau zu! Und nichts stehlen, okay. Nicht so schlimm. Nein, ich habe auch schon den angegriffen mit ihr. Das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. So, jetzt aber. Ah, jetzt ist es schon tot. Egal. War nur ein Carbonreifen, wenn wir haben ja genug. So, mal wieder zurück. Wir müssen runter auf 66, 5. Oh, das war einmal einer. 55, 64. So, hier sind wir richtig. Und zwar ab ins Fitnesscenter nochmal. Ich hoffe, das geht noch. Warte mal, wie war das jetzt? Einmal mit der sprechen. Ah, ein Besucher, bla bla bla. Okay. Ah, Besucher. Mit ihm sprechen? Hm, für mich der Sicherheitsbeauftragte des Gebäudes ist eine besonders wichtige Aufgabe. Okay, das ist nicht. Hier einfach irgendwie. Hier, das gibt dir frische Kraft. Shinra gibt das Sportgetränk. Dü -dü. Nur 250 Gil. Ja, probieren. Ja. Wie, was? Nichts? Und jetzt? Hä? Ist kaputt. Hauen, aufgeben. Hauen! Hey, du Scheißding! Hey, was machst du da? Keine Gewalt! Hm, kaputt! Scheißding hier, ich habe 250 Gil reingeschmissen. Was? Was soll das? Ich brauche Personal. Okay. Das war's schon. So, hier bekommen wir nämlich später, wenn wir nochmal wiederkommen, was Schönes, ne? Das heißt, da gibt's einen Trank, der dauerhaft die Werte aufbessert. Ist das nicht cool? Das ist richtig cool. So, und wir gehen jetzt einmal weiter hoch zum... Warte mal, 66, hier waren wir ja schon... 67, glaube noch eins höher jetzt, ne? Ich weiß gar nicht so richtig, wo wir hin müssen. Warte mal. Ja, hier komme ich gar nicht hin. Aha, okay. Muss ich doch hier einmal durch. Schnell, lauf, Cloud! Nein, Gegner! Okay, kein Problem. Leveln ist immer gut. Konnte wieder nichts stehlen. Nicht fähig, was zu stehlen, ja. Die gute Aris. Ey, was ist mit dir? Und ein letzter Versuch. Jetzt wird Scar ihn auslöschen. Jawohl, wir haben ihn. Und... Boots! Einmal mit einem Masterschwert, Meisterschwert einmal platt gemacht. So, Aris ist auch noch aufgestiegen, sehr schön. Und wir können jetzt einmal hier hoch. Speichern? Nö. Was soll's? Tausendmal speichern hier. So, wir müssen jetzt irgendwie einmal zu diesem Typ wieder hochlaufen. Ach, guck mal, was ist das denn hier? Trank und noch ein Trank. Okay. Brauchen wir nicht. Nein, bitte, bring mich nicht um. Ich habe doch gemacht, was Dr. Hoyomi befohlen hat. Als Beweis hier, das ist die Kotkatze im Stock 68. Würde ich erst tun, wenn ich euer Feind wäre. Nein. Schnell, verschwinde. Ich hab in die Hose. Alles klar. Ist hier noch irgendwas? Nö. So, Moment. Müssen wir einmal hier runter. Hier war, glaube ich, auch nichts mehr, ne? Ich gucke nochmal schnell. Haben wir das eingesammelt? Können wir hier irgendwie runter? Nö, ne? Alles klar.
kommt später erst. Und dann geht's mal hier lang weiter. Wenn wir nicht mitten im Kampf wären. Was ist das? Eine Warntafel. Aha. Analyse und... Ups. Raub. Gab's von denen das Schwert? Nee, ne? Das waren so Soldaten. Warntafel, 270 HP. Keine Schwächen, alles klar. Nichts zu stehlen, können wir aber auch platt machen. Einfach mal schön draufkloppen. Sofort gehen. Laserkanone. Ins Auge. Laserkanone. Los, gib ihn. Quatsch. Okay. Haben ja doch eine relativ hohe Verteidigung, ne? Könnte jetzt auch mit Zaubern angreifen. Vielleicht mache ich das sogar. Feuer, mal gucken, was das so Damage macht. Ansonsten noch ein Blitz hinterher. Ah, das sind sogar zwei. Hm. Was ist das hier für einer? Oh nein! Ach toll, jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Warntafel. Kommt da noch was? Nö. Alles klar, egal. Gucken wir mal, vielleicht treffen wir noch einen an. Schau ich mal, was das für ein komischer Typ hier war, der da rausgeguckt hat. Von dem hier, das ist auch nur eine Schusswaffe. Von wem gab's denn hier? Das muss ein Soldat gewesen sein. Ey, noch mehr Tränke. Egal, die brauchen wir nicht. So, jetzt können wir hier... Aha. Aha, okay. Ach so, warte mal, jetzt haben wir auch eine Schlüsselkarte bekommen. Das heißt... Da nicht! Alle warten vom Aufzug im 66. Stock. Mhm. Ach ja, haben sie ja nur ein paar Mal gesagt, ne? Gut, dann gehe ich, warte mal. Ich muss jetzt nochmal gucken, ob der Typ hier irgendwo rumläuft, dieser komische Soldat. Ich mache einfach mal ein paar Kämpfe. Oh, warte, das ist ja doch hier. So, warte mal. Bio auf alle? Nein. Wir machen mit dem mal hier fertig erstmal. Angriff. Raub. Den können wir vielleicht auch nochmal ausrauben. Ob sich das lohnt. Konnte nichts stehlen. Ist egal. Schlaf! 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 Er ist schlaf! Okay. Fliegende Sichel. Boah, putz. Ins Gesicht. So, den brauchen wir nicht mehr. Jetzt gucken wir mal die Typis hier. Blitz 2, Alter. Was? Und bam! Ins Gesicht. Oha. Aris wechselt ihr Limit. Kann ja schon mal so angreifen. 250 HP und wird hat auch Limit erreicht. Aber sie schläft ja noch. Greife ich einen an. Ich hatte noch 191. Ich greife erstmal den an. Ich hoffe, der ist nicht sofort tot. Oh. Okay, das war gut. Heilung. Ja, sollte ich doch heilen. Er kann natürlich nicht heilen. Mensch, Aris, was ist mit dir los? Steh auf, da ist... Okay, ist aufgestanden. Limit, Rocketer-Siegel. Ne, brauche ich erstmal nicht. Kann ich vielleicht mal was anders zeigen. Aber aktuell brauchen wir erstmal die Heilung. So. Und... Ab, shut up! Konnte nichts zählen. Raub. Drauf. Hä, hat er sich wieder vollgeheilt? 128. Konnte nichts zählen. Immer noch nichts. Mensch, Aris, was ist mit dir?
A kann nicht mehr. Was A kann nicht mehr? B kann auch nicht mehr. Versucht irgendwie einen Zauber anzuwenden oder sowas. Ist was verbuggt. Bitte nix stehlen. Na komm, den einen hauen wir mal weg hier. Lebt ja immer noch. Immer noch nichts gestohlen. Ich brauche ja nur einmal das Schwert, also kann ich einen Plop machen. Vielleicht geht das etwas schneller. Chop, chop, chop. Konnte ja nichts stehlen. Konnte immer noch nichts stehlen. Los, jetzt aber. Ja, zap. Alter. Bestimmt voll die Mega-Aufgabe, hier das Ding zu stehlen. Hartklinge gestohlen. Ja, nice. So, perfekt. Ich wusste es, dass das die sind hier. So. Na, hundertprozentig wusste ich es nicht, aber... Okay. Ja, fett gleich ausstatten. Gucken wir mal, wie die aussieht. So. Material... Ach, Quatsch. Ausrüsten. Ska-Bastard-Schwert. Alter, guckt euch das an, ne? Höhere Angriffsprozentwahrscheinlichkeit. Und Angriff 32 von 18. Ist das nice oder was? Einfach mal so eben 14 mehr bekommen. Vor allem noch zwei neue Fassungen dazu. Zwei neue Slots. Richtig nice. Haben wir hier eigentlich irgendwas Cooles? Nö. Ja, auch nicht. Ja, fett. Analyse. Ach, ich leg's einfach mal mit rein. Wer weiß. Vielleicht brauchen wir das ja irgendwie. Hat sonst noch irgendwer was? Was ich hier mitleveln kann? Nö. Oh, sorry. So, ja, cool. Dann haben wir es ja geschafft. Dann einmal wieder runter. Ich weiß gar nicht, wieso ich jetzt hier lang laufe, aber egal. Vielleicht zeige ich nochmal eben was. Was cool ist, warte mal, 66. Stock, da sollen wir hin. Hier, ne? Aber ich laufe trotzdem noch mal eins runter. Und nämlich, ich will euch nämlich noch mal alles zeigen. Ich habe ja gesagt, ich zeige... Hey, was ist das? Root. Nach oben, bitte. Turks, das ist eine Falle. Das muss ja richtig aufregend gewesen sein. Hat es Spaß gemacht? Ah. Sie haben uns gepackt. Haben sie euch auch alle erwischt? Wo ist Eris? An einem sicheren Ort. Sie ist die letzte Nachkommen des alten Volkes. Weißt du nicht, sie nannten sich Cetra und lebten vor tausenden von Jahren. Jetzt sind nur noch eine Seite im Buch der Legenden. Sind sie nur noch. Cetra? Das Mädchen ist eine Nachkomme der Cetra? Cetra oder das alte Volk zeigt uns den Weg zum verheißenen Land. Ich verspreche mir viel von ihr. Das verheißene Land, das ist nicht eine Legende? Es ist zu interessant, es nicht weiter zu verfolgen. Das verheißene Land soll fruchtbar sein. Wenn das stimmt... Dann muss es dort auch Mako-Energie geben. Genau. Deshalb brauchen wir unsere teuren Mako-Reaktoren. Die Mako-Energie wird von selbst ausströmen.
Dort wird neu Midgar erbaut. Shinras neuer Meilenstein. Puh. Du träumst wohl, du Assi. Ach, weißt du denn nicht? Heutzutage braucht man nur für Verwirklichen seiner Träume nur Geld und Macht. Nennt mich Trump. So, das wäre alles. Ende der Unterhaltung. Platz da. Moment, ich hab noch viel zu sagen. Du Arschloch. Wenn du noch was willst, sprich mit meiner Sekretärin. Da haben sie uns eingebuchtet, also ja. Wie es voll Barrett geht, wie es voll Red 8 geht, oder wie es Aris geht. Ich versuche mal was. Ich habe mal was gelesen. Es gibt ja dieses Bonussystem für Freundschaften. Es kommt darauf an, wen ich jetzt als erstes anspreche. Ich möchte tatsächlich gerne Red 8 erstmal ansprechen. Opa! 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 Was ist denn so witzig? Nix! Okay. Tifo. Psst. Können wir aussteigen? Ein bisschen schwierig. Überlass das mir. Claro. Ska, du bist so mutig. Klar. So, wie es wohl Barrett geht. Hey. Aris ist vom alten Volk. Und der wirkliche Name des alten Volkes ist Cetra. Die vom alten Volk wissen, wo das verheißene Land ist. Und die Shinra suchen das verheißene Land. Ich kenne das verheißene Land nur aus Geschichten. Ich weiß nicht, ob es wirklich existiert. Stimmt das? Katz, Katz. Die Shinra glauben, dass das verheißene Land voller Makroenergie ist. Das heißt, sobald die Shinra dort ankommen, saugen sie die ganze Makroenergie auf. Und das Land wird verkümmern, der Planet wird schwächer. Ich kann sie nicht einfach machen lassen. Ich rekrutiere neue Mitglieder. Ich, Tifa, Ska und Aris auch. Wie wär's mit dir? Du bist so verdammt langweilig. Okay. Und jetzt? Wie es voll Aris geht? Bist du das? Ja, hier bin ich, Aris. Du bist in Sicherheit. Ja, ich bin okay. Ich wusste, dass Gab zu meiner Rettung kommen würde. Hey, ich bin ein Bodyguard, okay? Die Abmachung war eine Verabredung, ja? Oh, da wird jemand hellhörig. Oh, ich verstehe schon. Steve, du bist auch da? Was? Bei dich? Entschuldigung! Weißt du, Aris, ich habe eine Frage. Was? Gibt es das Verheißene dann wirklich? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, die Cetra wurden auf dem Planeten geboren, sprechen mit dem Planeten und öffnen den Planeten. Und dann, und dann, und dann, und dann. Die Cetra werden ins verheißene Land zurückkehren. Ein Land, das höchste Glückseligkeit verspricht. Was heißt das? Mehr als Worte, ich weiß nicht. Sprechen mit dem Planeten. Was genau sagt denn der Planet?
ist voller Menschen und er ist sehr laut, deshalb kann ich nichts verstehen, was sie sagen. Hörst du sie jetzt auch? Ich hab's nur an der Kirche in den Slums gehört. Mutter sagte, Midgar sei nicht mehr sicher. Ich meine, meine richtige Mutter. Eines Tages gehe ich aus Midgar weg, sprich mit dem Planeten und suche mein verheißenes Land. Das hat Mama gesagt. Ich dachte, wenn ich aufwachse, würde ich ihre Stimme nicht mehr hören, aber... Sie hört sie immer noch. Lass uns einfach ein bisschen schlafen. Was ist hier los? Tür ist offen. Tiefer. Sie schläft. Da kann ich ja schnell noch einmal aufs Klo gehen, ja? Spülen. Alles klar. die Tür ist offen. Wann ist sie aufgegangen? Sehr mysteriös, das Ganze hier. Was ist hier los? Kann ich hier rein? Nee. Liegt ein Toter? Hallo? Was ist passiert? Jetzt? Nee, immer noch nicht. Tifa! Wach auf! Was ist los? Irgendwas ist los, schau raus! Was wohl passiert ist? Er müsste einen Schlüssel bei sich haben. Komm tiefer, bring Eris, ich helfe Barrett und den anderen. Das ist ein bisschen unheimlich. Muss angegriffen worden sein von... Buh! Barrett! Red 8, kommt mit! Wie seid ihr rausgekommen? Warum ist die Tür offen? Was ist hier los? Okay, ist hier noch irgendwas? Nö. Mal hier? Nö. Was zum Teufel ist hier los? Das kann kein Mensch gemacht haben. Ich gehe weiter. Ich räume hier auf. Dann könnt ihr schon mal weitergehen. Und lasst euch nicht von der Schindler fangen. Los, Mädels. Komm, wir gehen mit Red 8. Sag mal, wen haben wir im Team? Eris und Tifa, okay. Haben die, die Ausrüstung? Warte mal, Materia. Ordnen, tauschen, so. 8, Eris. Das ist ja mysteriös. Haben sie einfach abgelegt. Dann bekommt Tifa jetzt alles. Bekommt einmal alle. Alle und Gift. Einmal bitte den Schutzzauber. Warte mal. Zaubermaterie, Kälte, Analyse. Kälte. So ein Kälte sollten wir noch mitnehmen. Und als letzten Slot nehmen wir noch den Schutz mit rein. Hat hier noch irgendwer einen... Ah, guck, ist gerade auch noch einen freien Platz. Damit die mal Materia etwas leveln. Ausrüsten hier, alles gut. Oh, was ist das denn? Schlagstock. Oh nein, ich bin so doof, ne? Oder warte mal, wir hatten sie, glaube ich, vorher gar nicht, ne? Zum Fliehen. Daran lag es wahrscheinlich. So, gleich ausrüsten. Okay, viel Platz.
kommen schon die Feinde. Was sind das denn für komische Gestalten? Angriff von hinten. Ich weiß leider nicht, wie man hier die Charaktere umdreht. Da gab es auch irgendwie was. Bio einmal draufballern. So, gucken wir erstmal, was haben wir denn hier? So, also einen heißen Topf. Nadel, okay. Oh, der heiße Topf wird euch geheilt. Der Höhenhölle. Oh, Level 15, schwach gegenüber Heiligkeit. Können wir den Gegenmittel gestohlen? Okay, den können wir platt machen, den brauchen wir nicht. Skatern mit erreicht. So, Raub. Mal gucken wir nochmal, was die Viecher haben. Selbstmord. Bargit. Hat sich einfach selber umgebracht. Der Trottel. Konnte nichts stehlen. Okay. Ich will noch wissen, was der hat. Ich war gerade mal den an. Und Aris raubt mal wieder. Von der Nadel. Hä? Analyse? Jetzt habe ich Analyse auf den drauf gemacht. Das macht keinen Sinn. Konnte nichts stehlen. Ach komm, hier, ich mach so einen Angriff auf den. Noch einen Angriff auf den und tief. Klingelstrahl. Auf Aris muss wieder Raum. Ich muss das nochmal umstellen. Das ist blöd. Du. Phönixfeder bekommen. Tot. Alle tot. Liegt hier doch irgendwo was? Nö. Warte mal, komme ich da vielleicht was von dem? Zick, zick. Ich muss das mal eben schnell umstellen. Ich habe keinen Bock nochmal so zu kämpfen. So, tauschen. Und zwar Aris. Ob kommt die jetzt hier so? Das war schon eigentlich. So. Mehr wollte ich gar nicht haben. Okay, tot. Mal hier rein. Schauen uns nochmal um. Ist hier irgendwas? Nö. Alle einfach nur tot. Alter, was ist hier passiert? Genova? Genova Subject. Sieht aus, als wäre sie zum ersten Stock. Mit dem Aufzug für Subjekte. Es ist entkommen. Genova. Alter, das könnte zu Problemen führen. Okay. Schon wieder so ein Kelch. Na, den machen wir aber direkt platt. Beruhigungsmittel oder sowas lohnt sich nicht mal zu löschen. Hier, Göttersiegel können wir das erste Mal verwenden. Ein Ding! Göttersiegel! Ja. Gestummt, angehalten, er kann nichts mehr machen. Jetzt können wir voll draufballern hier. Guckt euch das an. Kann nicht mal mehr zaubern. Batz, batz, batz! Für den Boss ist das ziemlich nice. Die sind natürlich auch dagegen anfällig. Sehr schön, so ordentlich. Ja, hier ist auch nichts mehr. Kiste ist offen. So, ich würde sagen, wir saven mal. Diesmal auf einem anderen Speicherplatz, am besten hier unten. So. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Euer Ska. Ciao.